So, jetzt bei mir Raphael Dierenberger mit einem neuen Gerät. Unser Motto ist ja, Ziel ist es, bereit zu sein. Bist du bereit für die Saison 2017? Ja, ich bin bereit. Haben ein neues Fahrzeug gekauft. Und das werden wir da ein wenig testen und schauen, wie es geht. Voll aufgerüstet. Ja. Dazu ein wenig, wie ist das hergegangen? Ja, wir haben das im Internet gesehen, oder der Bruder. Dann haben wir das geschaut und sind wir aufgefahren und haben es gekauft. Von wo habt ihr das her? Von Polen. Oh. Ganz weit? Ja, sind wir halbwegs lang gefahren. Ja. Und jetzt habt ihr über den Winter schon mal alles designt, den Eichern, gelb, weiß? Ja, das war schon alles drauf. Da haben wir nichts mehr gemacht. Ja, Wahnsinn, das ist perfekt für euch hergekriegt. Ja, das ist wie wenn sie es gewusst hätten. So, jetzt sind wir da am Slowakiering, Auftaktrennen, wie ist der gegangen? In die Vorläufe hat es ein bisschen zähnt, habe ich gehört. Ja, im ersten Vorlauf hat sich das Trockgelenk ausgerissen, ist das Radl hergegangen. Und ja, jetzt ist nur ein wenig zum Testen. Wir sind auch noch alles ein bisschen rausfahren, sag jetzt einmal, was am gescheiteren ist vom Setup. Bist du schon mal vorher zum Fahren gekommen oder fährst du jetzt überhaupt das erste Mal mit dem Auto? Ja, in Soßen aber sind wir einmal gefahren bei einem Cup-Rennen, aber das ist auch schon wieder nicht aus, das war im Oktober. Das müssen wir jetzt wieder ein wenig trainieren. Und wie geht es mit der Umstellung vom Polo letztes Jahr auf den schnelleren Skoda da jetzt? Ja, das geht jetzt natürlich viel schneller mit den Schalten und so. Geht auch was weiter mit dem Auto, nehme ich an, oder? Ja, das ist viel schneller. Ist eine neue Herausforderung. Ja. Und? Was hast du für Ziele für die Saison 2017? Was willst du gerne erreichen heuer? Ja, dass wir halbwegs mitfahren können mit den anderen. Okay. So. Stockerplätze oder? Ja, das wird sich wahrscheinlich nicht recht ausgehen, aber war schon super. Schauen wir mal. Ja. Okay. Wir von WeRace.tv sagen vielen Dank fürs Interview, viel Spaß und alles Gute für die Saison 2017. Wir schauen ganz genau, wie es da geht. Ja, danke.